Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Haul und zwar habe ich bei Cosmetic for Less mir das ein oder andere Produkt ausgesucht, um euch sehr, sehr bald auch ein schönes Schminki dazu zu machen. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Cosmetic for Less ist ja auch ein Kooperationspartner von mir, das heißt, ihr könnt dort mit dem Code Claudi15 15% sparen und ich habe euch auch einen Link in die Infobox gesetzt zu den jeweiligen Produkten, da könnt ihr mal vorbeischauen, das sind Affiliate-Links, das heißt, ich verdiene daran eine kleine Provision und da habe ich hier einmal eine Box, was ich total cool finde, also die Box war in dem Karton. Cosmeticforless.de, a beauty surprise for you. Das ist neu, ne? Also ich habe das so noch nicht gesehen, dass es in so einer Box kommt. Das hat auch ein bisschen Beauty-Boxen-Flair, muss ich gestehen. Denn sowas zeige ich euch ja auch super gerne auf meinem Kanal, ne? Und hier habe ich mir allerhand Produkte ausgesucht und die möchte ich gerne in einem Full-Face verwenden. Und zwar habe ich doch herausgefunden, dass es viele Produkte gibt, die man bei Cosmetic for Less kaufen kann, die mir sehr bekannt von High-End-Marken so erscheinen, um das mal so zu sagen. Und das hat mich ein bisschen geflasht. Also, zuallererst habe ich hier von LA Girl Pro Prep HD Moisture Nourishing Face Primer. Da sind 30 ml drin. Das ist ein feuchtigkeitsspendender Primer. Und LA Girl ist ja auch eine Marke, die recht bekannt mittlerweile ist, ne? Und wo halt auch gerade der Concealer, da kommen wir auch gleich zu, sehr gehypt ist. Und da möchte ich natürlich auch die Produkte mal intensiv ausprobieren. Ich mache jetzt hier mal die Folie von ab, dass wir uns vielleicht auch mal die Konsistenz angucken können. Ich bin jetzt gerade ungeschminkt. Ich möchte euch ein Fullface dazu abdrehen. Dementsprechend, das wird noch kommen. Ich denke dann, ja, entweder noch diesen Monat oder nächsten Monat, muss ich mal schauen. Aber ich wollte erstmal mit euch mir intensiv die Produkte anschauen. Und dann ein Schminki drehen. Auch zeitlich ist das für mich gerade etwas entspannter, um das mal so zu sagen. Riecht einfach nach Kosmetik, würde ich sagen. Also vom Duft her, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt explizit parfümiert ist. Keine Ahnung, hat so eine Lotion-mäßige Konsistenz und das fühlt sich sehr, sehr angenehm auf der Haut an. Wird schnell einziehen. Ja, riecht einfach nach einem ganz normalen Primer und fühlt sich jetzt sehr angenehm an. Also die Hand sieht auch sehr feuchtigkeitsgespendet aus. Mag ich gerne leiden, das wird ausprobiert. Dann habe ich mir noch ausgesucht eine Foundation und das ist die Wonder Match Foundation von Evelyn Cosmetics Skin Absolute Perfection und die Marke Evelyn Cosmetics ist auch ganz interessant, weil das ist eine polnische Drogeriemarke, die wir halt über Cosmetic for Less bestellen können. Hat eine richtig gute Qualität, also was ich bislang davon getestet habe, ist echt hammermäßig. Ich suche gerade nach der Farbe 05 Light Porcelain, genau. Und das hat ein Glasflakon, richtig, richtig hochwertig. Und da habe ich wirklich Bock drauf, die mit euch auch in meinem Gesicht auszuprobieren. Dürfte farblich auch ganz gut passen, ne? Das sieht schon mal so weit so gut aus. Ja, tatsächlich. Deckkraft ist auch wohl ganz, ganz ordentlich, ne? Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Ist jetzt ein Pumper. Ich glaube, mit einem Pumper kriege ich schon mein ganzes Gesicht angemalt, sag mal, ne? Aber die Farbe passt ja mal optimal. Oh mein Gott. Ja, also die Äderchen von meiner Hand scheinen noch ein bisschen durch. Aber auch jetzt in Kombination mit dem Primer hat es gerade richtig gut funktioniert. Ich habe keine Würstchenparty oder sonst was auf meiner Hand. Das sieht extrem schön aus. Sehr schön angeebnet, ausgeglichen, ne? In Relation dazu meine Hand ohne Foundation. Man sieht schon einen Unterschied. Die Farbe wird wirklich gut passen. Bin ich sehr gespannt drauf. Und jetzt habe ich natürlich kein Handtuch hier. Mensch, Claudinchen, was ist das denn hier mit Vorbereitung? schön. Richtig schön. Richtig, richtig schön. Und das sieht halt wirklich auch edel aus, ne? Ich blende euch die Preise ja auch mit ein. Das sind keine teuren Marken, die ich dann verwende, aber gute Marken. Dann habe ich hier von LA Girl den Pro Conceal. Der ist mega gehypt, also richtig angenehm. Vanille habe ich hier als Farbe. Schaut so aus, ist so ein kleines Tübchen. Da muss ich gestehen, fand ich es ein bisschen schwer, die richtige Farbe für mich herauszufinden, weil ich die Swatches irgendwie
irgendwie schwierig in Relation oder in Konstellation mit der Farbbezeichnung fand. Und jetzt, wo ich halt hier den Concealer auch sehe, denke ich mir, der sieht schon recht dunkel aus, ne? Also da muss ich mal gucken, ob das überhaupt was wird mit uns beiden. Wir haben hier so ein Hochdruckvieh. Erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an den mega oldschool Hochdrehconcealer von Essence. So schaut es aus. Das kann ich ja hier einfach mal auch austesten. Oh ja, der hat eine mega krasse Deckkraft, das kannst du nicht anders sagen, ne? Holla die Waldfee. Hat aber, ganz ehrlich, dafür, dass es Vanilla sein soll, also ganz ehrlich, der hat doch eher einen Pfirsich-Touch, oder? Jetzt mal ehrlich. Interessant. Aber ich glaube, das kann gut was werden. Also diese rosa Geschichten funktionieren bei mir halt auch recht gut, weil ich einen kühlen, neutralen Unterton habe. Und holla die Waldfee, ist der deckend. Krasses Pferd. Okay, ne? Richtig krasses Pferd. Ihr seht's. Hammermäßig deckend. Ja. Aber richtig cool. Ich habe richtig Bock, die Produkte im Gesicht auszutesten. Wird auch nicht mehr lange dauern. Dann habe ich hier einen Face and Body Liquid Highlighter, auch von Eveline in diesem Varieté. Ich hoffe, dass der nicht so glitzernd sein wird. Da müssen wir echt mal schauen. Das ist mit Vitamin C Extrakt in der Farbe 01 Champagne Gold. Ja, schaut einmal so aus. Da habe ich gedacht, naja, das könnte vielleicht auch irgendwie so ein bisschen uns erinnern an den Charlotte Tilbury. Wisst ihr, was ich meine? Highlighter? Hm. Ja, denn der hat hier auch so ein... Nee, doch nicht. Hä? Oh, Moment, ich habe ihn falsch aufgedreht. Claudia, was machst du denn da? Zack. Ich wollte gerade sagen, der hat hier auch so einen Applikator. Nee, der hat schon so einen Pumper hier mit dabei. Und sowas kannst du halt entweder in die Foundation mit einmischen oder halt dann on top geben. Wir müssen mal gucken, wie wir den dosiert bekommen. Okay, da muss man dann ganz vorsichtig sein. Dann kriegt man nämlich hier so eine schöne Perle raus. Und wie gesagt, die kannst du dann entweder in die Foundation mit einmischen, um die halt schimmernder zu machen. Oder du nimmst es halt auf den Handrücken und tupfst dir das dann auf, dass du dann entsprechend einen Highlighting-Effekt bekommst. Ich schau mal, ob das auch mit der Foundation hier zusammen auf dem Handrücken auch funktioniert. Aber es sieht eigentlich soweit so gut aus. Das ist auch leicht parfümiert. Riecht ein bisschen nach Haarspray. Jetzt habe ich dann nämlich mal so langsam erkannt, was das für ein Duft ist. Und ein schöner Glow. Ne? Das ist jetzt nicht so glitzernd, wie ich befürchtet hatte. Nee, sieht wirklich toll aus. Und da hast du natürlich ewig und drei Tage was von. Gut, das ist Face and Body, ne? Steht ja auch extra drauf, aber krass. Da hast du richtig lange was von. Das ist cool. Und dann habe ich auch noch aus der gleichen Reihe mir dieses Varieté Hydra Loose Powder geholt, was meiner Meinung nach vielleicht so ein kleiner Dupe zu dem Becker Hydra Powder sein könnte. Ne? Finde ich echt cool. Was in das Wort ist? Cooling and Blurring Effect Anti-Aging Formula mit Niacinamiden. Ist das nicht mal was? 5 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und ich finde, dass es von der Farbgebung her mehr ins Gelbstichige geht. Also da haben wir jetzt nichts super Transparentes oder so, es sei denn, es wird transparent auf der Haut. Aber bei gelbstichigen Pudern muss ich persönlich immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich ja sehr, sehr hell unterwegs bin. Das sieht aber schön aus mit diesem, ne? Dass da so eckig mäßig was drin ist. Ja, ein Puffelding haben wir mit am Start. Oh, das sieht irgendwie... Was ist hier? Ach so, das kann man hier hoch machen, Pull. Das sieht hübsch aus. Also wirklich total edel. Hat man das hochgeklappt. Und dann muss man den Anfang finden. So, dann geht natürlich die Party ab, dass man sich bewusst sein muss, ab jetzt könnte das Puder auch theoretisch austrocknen. Genau. Kommt das jetzt zur Seite. Wir haben hier nämlich so, ich lieb's, ne, so ein Netz drin. Kann man dann entsprechend mit dem Pinsel oder mit dem Schwämmchen beigehen und das fühlt sich direkt auch kühlend an. Aber ich finde es jetzt nicht so weich wie zum Beispiel wirklich das Becker-Puder oder auch das Love-Puder. Ne, das hatten wir ja auch letztens in der Box mit drin. Hier habe ich ein Glitzerding. Warum habe ich da ein Glitzerding? Keine Ahnung. So. Aber doch, wenn ich jetzt mehr nehme, dann jetzt wird es weich. Jetzt wird es weich. Okay. Cool. Und jetzt ist mein Finger auch geblurrt. Das ist witzig. Cool.
Das möchte ich dann auch auf dem Gesicht einfach mal sehen, ne? Das wird dann auch mal interessant. Und solche Puder kann man auch wirklich, wenn das so einen Blurring-Effekt hat, am besten mit diesem Puffelding auftragen, was ja hier auch drin ist. Sehr, sehr interessant. Also guck dich mal die Relation von meinem Zeigefinger und meinem Mittelfinger an, von den Fingerkuppen her. Hier habe ich das Puder ja mit angepackt und hier nicht. Ich finde, man sieht schon so einen leichten Unterschied, oder? Das ist crazy. Dann habe ich, was habe ich denn hier? Hier sind, ein Augenbrauenstift und ein Eyeliner. So, ein Augenbrauenstift mir bestellt. Das ist so ein doppelendiger Brow Art Duo Pen and Filling Powder Waterproof. In der Farbe Light habe ich mir den ausgesucht. Ich hoffe mal, dass die Farbe passt. Da müssen wir einfach mal schauen. Denn Blond ist immer super schwer als Farbe halt zu finden. Genau, hier haben wir einmal zum Ausfüllen so ein Puder. Und auf der anderen Seite habe ich hier so ein, ja, das könnte eine, ein Dupe sein zu dem Nabla. Ne? Da haben wir auch einen sehr neuen am Start. Und damit, genau, oh, die Farbe kann sehr gut passen, Leute. Kann man sich dann Härchen zeichnen. Oh mein Gott, ja, ihr seht dieses Gekrakel, genau. da kann ich mir gut vorstellen, dass es was mit uns beiden wird, ne? Sehr, sehr schön. Und halt, wie gesagt, dann auf der anderen Seite dieses Puffelding, sodass man damit dann ja, die Augenbrauen ausfüllt. Wobei, das ist ein bisschen dunkler. Das ist ja interessant. Das ist ein bisschen dunkler. Vielleicht jetzt auch wegen der Foundation, ne? Da muss ich mal schauen, ob das überhaupt meine Farbe ist. Aber von dem anderen, von dem Filzstift her, definitiv. Okay, dann habe ich auch noch mir ausgesucht diesen Varieté 2-in-1 Eveline Cosmetics Double Effect Eyeliner in Pencil in Waterproof. Da gibt es, glaube ich, von Tarte auch einen, der sehr, sehr ähnlich ist. Ne, den hatte ich auch mal, den finde ich auch recht cool. Da haben wir einmal hier so eine Filzstiftspitze. Oh mein Gott, der malt richtig tiefschwarz, Leute. Da habe ich ja Bock drauf, ne? Von hier bis nach Mitten habe ich da richtig Bock drauf. Richtig, richtig cool. Und auf der anderen Seite haben wir halt ein Kajal, falls man mal Bock auf Smoky Eyes hat oder so. Und ja, der ist auch sehr farbintensiv. Ich mag sowas einfach. Also wenn man halt solche Produkte hat, die einfach funktionieren, ne? Das sieht schon mal gut aus. Muss dann halt auch gesehen werden, wenn ich dann wirklich meine Augen intensiv geschminkt habe und ordentlich halt so Lidschatten drauf habe, ob das auch wirklich dann auf diesem Lidschatten malt. Ne? Das ist immer die Frage. Wobei, wenn ich mich hier wirklich diesen Swatch angucke von dem Eyeliner, der übrigens null ausblutet, was herrlich ist, habe ich da eigentlich ganz gut, ein ganz gutes Gefühl. Ne? Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette, Freshly Cut Flower Child, die ja, mit dem VW Van drauf, richtig süß, oder? Ich feiere das. Und die ist halt richtig schön bunt. Ich mag gerne bunte Paletten, das wisst ihr. Das wird sich jetzt auch nicht ändern. Ich mag es halt gerne bunt. Jetzt gerade halt mal ungeschminkt, aber ansonsten bunt und ich, wir sind ganz große Freunde. Und so wie das Palettendesign von außen schon aussieht, ist sie auch von innen. Und Root Cosmetics hat einfach eine so gute Qualität, was Lidschatten angeht. Da kannst du dich nicht beschweren, ne? Oh mein Gott, sie ist einfach sauhübsch. Also wir haben hier richtig krass helle Töne. Ich finde die einfach aufregend. Wir haben hier ein richtig schönes Grün mit am Start. Wir haben so ein Sonnengelb. Wir haben auch Schimmertöne mit dabei. Und ich swatche jetzt einfach mal so ein paar Töne. Ich glaube, dass so ein Grün hier nicht unbedingt super häufig irgendwo vorkommt. Genauso glaube ich auch, dass wir ein solches Grün nicht allzu oft finden. Forget me not. Süß, das ist so ein Schmetterling, ne? Dann gucken wir uns Schimmertöne an. Da habe ich einmal so ein schönes Grün. Moss nennt sich das. Und jetzt gucken wir uns noch einen weiteren an. Da haben wir tatsächlich auch ein bisschen etwas gröbere am Start. Dandelion haben wir hier. Hyazinth haben wir hier. Die sind ein bisschen gröber. Die anderen waren ein bisschen feiner. Ich glaube, Hyazinth nehme ich mal. Wobei, der fühlt sich auch eigentlich recht weich an. Okay, ja. Dann haben wir hier einmal die Swatches auf den Fingern, die einfach leuchten. Dieses Grün, ne? Ein Traum. Ich mag hier gerne Schimmertöne. Wir sind da mal ganz realistisch. Wow. Also, dass Schimmertöne abgehen wie ein Zäpfchen, ist uns ja, glaube ich, geläufig. Oh, dieses Grün. Aber die Mattentöne sind auch sehr, sehr gut, ne?
Also ich kann euch wirklich empfehlen, euch die Root Cosmetics Palette oder die Paletten, die es allgemein gibt, einfach mal anzuschauen. Die haben immer sehr poppiges Design. Es gibt unterschiedlichste Farbgebungen, aber die Qualität davon ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Und ich habe einfach Bock auf dieses Grün, jetzt schon, Hammer. Und ja, freue mich da einfach drauf, die dann auch entsprechend zu verwenden. Krass. Ich bin da gerade ein bisschen geflasht worden. Ich finde das gerade total cool. Jetzt gucke ich mal im Licht. Bei dem Highlighter, wenn der getrocknet ist, ist auch jetzt nicht super krass grober Glitzer am Start, ne? Ich glaube, das wird schön werden. Und einen habe ich noch. Und das war ein Produkt, was mich eigentlich inspiriert hat zu dem Look, den ich dann auch demnächst schminken werde, wo ich gesagt habe, Mensch, ne, Dupes zu bekannten High-End-Produkten, wie auch immer, oder Zwillinge, sagt man ja so freundlich. Und zwar hat Eveline Cosmetics, also schon wieder Eveline hier, ne, eine Mascara rausgebracht. Die nennt sich Sexy Eyes Volume Length and 24 Stunden Lift Mascara. Wenn wir schon mal das Packaging sehen, denken wir, aha, kommt uns irgendwie ein bisschen bekannt vor. Aber das Bürstchen war auf dem Foto, ja, Hallöchen, Popöchen, Charlotte Tilbury, ne? Weißt du Bescheid? Also wenn das halt wirklich genauso performt, dann freue ich mir echt einen kleinen, weißt du Bescheid, ne? Dann freue ich mir einen Keks und das finde ich richtig krass, weil wenn das wirklich jetzt ein Dupe zu der Mascara wäre und die ist richtig, richtig toll, dann kann man sehr viel Geld sparen. Sehr, sehr viel Geld. Ihr Lieben, das hier war jetzt wirklich ein kleiner, feiner Kosmetik-Volles-Haul. Ich fand es jetzt eigentlich mal ganz cool, wenn ich mich hier entspannt mit euch hinsetze, die Produkte auch mal intensiv mir angucke mit euch zusammen und halt jetzt nicht irgendwie super viel. Natürlich mache ich auch große Hauls, das wisst ihr ja auch, aber in dem Fall wollte ich das jetzt einfach mal wirklich nur für Kosmetik-Volles machen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr eher so Fan davon seid, einen mega krassen XXL, ich baller euch zu mit Rabattcodes oder mit Produkten und so einer Infobox. Oder ob ihr eher sagt, Mensch, so ein kleiner, chilliger Haul ist auch mal ganz nett zwischendurch. Schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Und dann wäre es das jetzt auch hier schon wieder gewesen. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Erwin, was machst du denn da?